So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farm Manager 2018. Bei mir am Kanal hat sich nicht viel getan seit dem letzten Video. Wir haben zwei wunderschöne neue Gewächshäuser dazu bekommen. Kultiviert ist es, jetzt gehört es nur noch gedüngt. Bewässert haben wir es auch gerade. Dann sollen mal die drei loslegen. Und ich habe es mir überlegt, ich werde da jetzt einfach zweimal Paprika hinschmeißen. Und wie schnell so ein Feld auch gedüngt sein kann, oder? Echter Wahnsinn. Ja, Björn, das kann einer alleine machen. Und los. Das ist jetzt nicht so die Zauberei. Aber da. Müssen wir schon schauen, dass wir vorankommen beim Paprika. Kommen unsere Pflanzen und los geht's. Cash Cow Paprika. Jetzt läuft einer schneller als die anderen. Irre. Seit dem Jänner, das erste Jahr, haben wir noch nicht ganz voll, denn wir haben angefangen, wann? Im März? Ende März? Naja, Anfang März, glaube ich, war es. Erst ein bisschen haben wir noch. Jawohl, Erdbeeren. Da werden wir auch gleich mal schauen. Dann die Erdbeeren noch verkaufen. Zack, zack, 4000. Sehr schön. Sollen wir uns jetzt den Cashflow anschauen? Die Kurve geht, wenn man jetzt alle nimmt, macht es auch nicht besser. Aber sie geht deutlich nach oben. Und wie gesagt, vielleicht noch ein paar Monate und dann bin ich wieder beim Anfang und dann sollte ich die 750.000 locker herin haben und dann kann ich das Spiel speichern und wenn der Spielstand immer noch kaputt ist, dann kann ich bei dem nächsten Update, wenn das gefixt wurde, auf der Stufe schwer, aber mit 750.000 einsteigen. Und dann wäre es so, wie wenn wir den Hof verkauft hätten. Also nicht Gewinn treiben, sondern einfach nur, damit wir eben rauskommen und uns dann woanders wieder, ja, einen neuen Hof aufbauen können. Wäre doch eine nette Geschichte. Noch netter wäre es natürlich, wenn wir den Spielstand behalten könnten. Wobei, man muss auch das Geld da reinrechnen, was ich hier verbraten habe, durch die ganzen Schulungen, die ich ja schon hinter mir habe. Also es gehört auch noch dazu. Mentorkurs 2, was ist der Zweier? Ja. Die Ausdauer erhöhen, das ist doch. Damit kann man ja arbeiten, oder? Kultivieren. Jetzt sind mir fast die Zeit ein bisschen zu schnell davon gelaufen. Aber das sollen die jetzt nochmal kultivieren und währenddessen gucken wir mal. 18 Tage, 4 Tage, 20 Tage.
22 Tage, 32 Tage und 13 Tage. Also jetzt geht es gleich wieder ans Ernten. Im Lager haben wir eh nichts mehr. Sehr gut. Die nächste Stufe, über die möchte ich jetzt noch gar nichts als Überlegen anfangen, also was der nächste Step wäre. Ich meine, die logische Schlussfolgerung und die Konsequenz ist halt, wir haben sehr viele Tomaten, wir haben sehr viele Paprikas und die Frage ist halt, was stellt man mit dem Ganzen an? Und das kann ich leider nicht sagen. Ich hoffe, das geht sich aus, aber normalerweise schon. Wir müssten halt mal gucken, Produktionsgebäude, was macht man mit Paprika zum Beispiel? Ich meine, das sind Fruchtsäfte. Aber was macht man mit Paprika? Nichts. Interessant. Ah, da müssen wir jetzt warten, bis das die fertig sind. Und dann weisen wir gleich alle drei zu. Oder sollen wir zwei machen? Ne, wir weisen drei zu. Und los geht's. Ah, da können wir schon mal das Saatgut anfordern, da haben wir noch Tomaten. Machen wir noch ein Tomatenfeld. Ich meine, der nächste Step könnte wirklich sein, dass wir uns auch schon Felder anlegen. Draußen jetzt. Und da Obstbäume anpflanzen. Apfel, Kirsche und solche Sachen. Wäre ja theoretisch auch möglich, weil dann haben wir den fruchtigen Part erledigt und dann können wir uns wirklich eine Saftpresse gönnen. Oh, mein Bauch dreht gerade durch. Ich habe vorher was gegessen. Ich hoffe, man hört das nicht. Ja, das haben wir jetzt auch. Soll ich da den einen anpflanzen lassen oder soll ich da auch wieder die Gruppe? Einen hätte ich noch. Ach komm, hast du nichts zu tun und die anderen drei, die sollen dann das nächste gleich abernten. Das ist halt dann so eine Dreiergruppe. Bevor das Zeug da irgendwie verrottet und so. Es ist doch viel besser, wenn man es gleich verarbeitet. Ja, aber, tja. Ja, Mentorkurs 2 ist abgeschlossen. Bedeutet einfach nur so viel, dass wir jetzt den Dreier machen können. Und den machen wir auch, der kostet 10.000. Und ja, Mentor. Da hinten. Wie lange brauchen die noch? Ja, nicht mehr so lange. Und dann geht es da an die Gurken. Und da bin ich auch gespannt. Ist jetzt eine Gurke eine langjährige? Langjährige Pflanze, so wie es da steht. Da steht es wieder nicht. Keine Ahnung. Oh, wie sieht es mit dem Futter aus? Das sollten wir auch wieder nachkaufen. Ich meine, so viel brauchen wir jetzt von dem nicht, dass wir da jetzt eigens
in der Landwirtschaft tätig werden in diesem Feld, das würde ich sagen, brauchen wir nicht. Wir kaufen auf jeden Fall Weizen ein. Natürlich ist der Weizen im Winter tendenziell teurer. Im Herbst müssten wir den kaufen. Aber wir haben ja das Geld. Oh. Lupine 500. Gerste? Nein. Jetzt mache ich mich nicht schwach. Nee, Hafer war's. Hafer 500. Roggen 500. Mais. Mais ist gefallen, okay. Naja, macht ja nix. So, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass ihr da fertig werdet. 5000 Tomaten, jawohl. Erdbeeren kann einer machen. Da schicken wir zwei hin. Ein bisschen aufteilen. Der pflanzt dort unten an. Und wir schauen mal, was man mit den Tomaten wieder Schönes machen kann. Natürlich. Oh. Der Preis ist jetzt nicht so ideal, aber das ist halt so. Kann man halt nichts machen. Die Frage ist halt, wenn man die Tomaten dann zu einem Saft ummodifiziert, sind die dann extrem lange haltbar oder? Weil so könnte man dann schon auch den Markt sondieren und sagen, okay, da zu dieser Jahreszeit ist Tomatensaft richtig in. Und dazu werden wir dann auch den Tomatensaft verkaufen oder ist das nur, weiß ich nicht, Makulatur? Und eigentlich nicht der Rede wert. Ja, das müsste man halt dann auch gucken. Okay, die arbeiten alle. 61 Tage, das heißt, oh, nee, das ist Paprika. Da brauchen wir volle Kraft voraus. Und da, ja, das sieht auch so aus, wenn das nur einmal benutzbar wäre. Die Gurk. Was verdienen wir denn mit einer Gurk? Naja. Für das, dass sie ein bisschen mehr ergiebig ist als andere Sachen, ist das schon relativ gut. Perfekt, perfekt. Haben wir zweimal Paprika. Oh Gott. Erdbeeren sind auch fertig. Schön langsam komme ich ins Grübeln, ob ich nicht noch ein Mitarbeiterhäuschen mehr anstelle, weil mir gehen die Erntekräfte aus. Das heißt, ein paar Erdbeerfelder mehr würden uns wahrscheinlich auch ein bisschen entgegenkommen. Oder ich habe einfach zu viele Gewächshäuser gebaut. Kann natürlich auch sein. Aber das ist nun mal Money, Money, Money. Da lässt es klingeln in der Geldbörse.
Kartoffel ist in 5 Tagen fertig. Wie drei Leute ewig brauchen für so eine Gurkenstation. Ja, 2000 haben wir schon. Mit denen kann man auch nichts anderes machen, als sie einfach nur verkaufen. Und der Mentorkurs ist auch abgeschlossen. Ist die Arbeiten länger. Jetzt bauen wir den Meier, da ist er eh schon. Hello. Ich möchte auch nur sagen, dass alles halt momentan ohne Maschinen. Hier die Kartoffel, die machst du jetzt mal alleine. Oh ja, sieht auch so aus, wie wenn das sehr ergiebig ist, also 100 pro 2 Sträucher. Ich glaube, das kann nicht verrotten. Bin ich jetzt zumindest mal der Überzeugung und Meinung. Mir wäre es cool, wenn die mehr tragen könnten. Nutze neue Bauding. Praktischer Workshop für Lagerverwaltung. Bankwesen. Marketing. Maschinen. Eine Verkaufsschulung. Nee. Nee. Derzeit brauche ich von den angebotenen Kursen nichts. Sieht zwar alles irgendwo verlockend aus, aber ist nicht der Rede wert. Wir verkaufen die Gurken, bevor der Preis wirklich in den Keller fällt und die Kartoffel kommt wieder. Da schmeißen wir auch noch mal ein paar raus und dann haben wir schon fast 100.000 wieder. Und trotzdem noch einige Felder, die zum Abernten sind. Ja, das muss ich machen. Es hilft nichts. Wir brauchen eine zweite Reihe feste Angestellte. Bitte danke. Und wer zum Teufel fährt immer mit dem Auto hierher und geht da in ein Lager rein? Wer macht sowas? Leute. So, da kann ich wieder 8 Leute einstellen. Und wir suchen natürlich wieder nach unsere Spezialisten.
Gibt es aber leider nicht. Wir müssen noch ein paar Tage warten, bis das Monat vorbei ist. Und dann können wir einen Sektkorken knallen lassen. Denn dann ist das erste Jahr vorbei. Aber das seht ihr in der nächsten Folge von Farming Manager 2018. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.